Am meisten hasse ich ja die Schummler, wenn die dann immer irgendwelche Geräte, meinetwegen jetzt sagen wir mal die Trizepmaschine hier, wenn sie dann alle den Sitz ganz hoch machen, machen bloß so hier. Was bringt das? Nichts. Ihr müsst euch ganz runtersetzen, damit ihr einen Weg habt. Aber das kapieren die wenigsten. Immer nur so dieses, genau wie Bankdrücken. Immer nur hier die Stange bis hier ablassen. Immer nur oben drücken. Na gut, wenn sie dann unten sind einmal, dann werden sie nie wieder hochkommen. Aber die hast du halt in jedem Studio. Also wie ihr seht, ihr müsst das hier ganz runter machen, damit halt genau so, nicht hier so. Das ist ja scheiße. Die bescheißen sich alle nur selber. Damit sie der Freundin dann zu Hause sagen können, oh, ich habe heute 140 Kilo Bankdrücken gemacht. Am Ende würden sie keine 100 Kilo schaffen. Und das Gewicht ist ja auch nicht entscheidend. Wie gesagt, ein gutes Beispiel ist ja der Phil Heath. Also ich habe noch nie gesehen, dass der Phil Heath oder Dexter Jackson, also ich habe die noch nie mit 200 Kilo oder 180 Kilo Bankdrücken machen sehen. Also und was ich ja noch sagen muss ist, es kommt ja immer drauf an, viele lachen mich da immer aus oder was heißt lachen mich aus, aber lachen, wenn ich immer sage, mit dieser DNA-Analyse. Es gibt halt Leute, die werden mit 5 Wiederholungen keine Muskeln aufbauen. Die müssen halt 10 oder 12 Wiederholungen machen. Ja. Und warum das jetzt so ist, weiß ich auch nicht. Aber jedenfalls, ich trainiere ja eigentlich so, dass ich ja nach diesen, also 10 bis 15 Wiederholungen mache. Zum 95. Mal 75 Sekunden Pause und habe somit denselben Erfolg wie als würde ich sau schwer trainieren, was ich halt früher ja auch gemacht habe, aber die Gefahr dabei ist halt die Verletzung. Und wir sind ja keine Powerlifter oder Kraft-3-Kämpfer, das sind ja Bodybuilder. Und deswegen halt muss man sich das nicht antun. Ne? Jeder weiß, wenn man hier irgendwie Probleme hat mit der Schulter oder mit den Knien. Ne? Oder hier Sehnscheidenentzündung hier vom Bizeptraining mit der geraden Hantel, dann verdreht es ja hier Elle und Speiche und dann durch zu schweres Training, dann hat man hier eine schöne Unterarmentzündung und wenn die dann chronisch wird, dann macht das Training keinen Spaß mehr. Aber wie gesagt, das ist ja alles in den letzten Jahren mit dieser DNA-Analyse, das gab es ja vor 20 Jahren nicht oder gab es vielleicht schon, aber jetzt ist es ja nur für jeden umsetzbar und deswegen finde ich es ganz sinnvoll, ne, bevor man sein Geld in irgendwelche Felgen oder Breitreifen investiert, soll man sich mal lieber sowas machen. Dann tut man was für sich und hat am Ende vielleicht einen Nutzen draus, wo man sagt, okay, das hat mich vorangebracht. Ich habe jetzt zum Beispiel auch einige Klienten, viele davon haben das auch gemacht. Und da sehe ich, okay, der ist wieder ganz anders wie der andere und der ist wieder anders. Dann kommt noch dazu,
was sind sie für metabole Typen von der Ernährung her. Der eine muss halt 56% Kohlenhydrate essen und 33% Fett und nur 18% Protein. Der andere, also ich zum Beispiel, bin wieder so, 40% Protein, 30% Fett, 30% Kohlenhydrate. Kann aber am Ende hinaus mit ganz wenig oder 10% Kohlenhydraten komme ich halt wieder klar. Und das macht dann halt die Unterschiede, dass halt einfach die Leute, wenn der eine Erfolg hat, heißt es nicht, dass der andere damit auch Erfolg hat. Ja? Also deswegen, wenn jetzt zwei zusammen trainieren, der eine hat vielleicht für sich sein Training rausgefunden durch Zufall, der andere macht dasselbe und bei dem passiert gar nichts. Ja. Ich will jetzt nicht hier klug daherreden, das sind bloß so meine Erfahrungen, die ich jetzt so gemacht habe in den letzten 2-3 Jahren. Und da möchte ich euch einfach an der Sache teilhaben lassen. Ne? Vielleicht nützt euch was, könnt euch ja selber noch mal informieren. Und ja, in diesem Sinne, ich mache jetzt mal weiter.